Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Penumbra. Ein neues Horror-Game. Ich hab's schon angezockt. Ihr seht schon daran bei Continue. Aber ich mache jetzt mal ein neues Game und ihr werdet sehen, was das Spiel alles so kann. Und was ich alles so kann. So, die Musik ist auch schon sehr horrorig. Und ich starte mal ein neues Spiel und auf yeah. Das Spiel ist auf Englisch und ja, es ist die Version 1.1, also nicht die neueste Version. Aber weil ich jetzt gerade mal keinen Bock habe, mir diesen ganzen Scheiß hier durchzulesen oder den ganzen Scheiß anzugucken, mache ich auf Escape. Und es geht los. Wo sind wir hier? So, wir sind hier in einem Raum. Wir müssen irgendwas hinkriegen, aber ich weiß nicht genau, was wir hinkriegen müssen. Okay, was hat er jetzt gesagt? Irgendwas mit R. Okay. Ja, ich habe das schon mal so weit gezockt, bis ich aus diesem Raum hier raus war. Aber weiter nicht, weil sonst hätte das hier eine ganze Spannung verdorben. Wieso geht er denn? Achso, das geht nicht auf, weil da ein Schloss ist. So, und hier sind dann so Dinger, die kann man aufmachen und dann hier zum Beispiel was rausnehmen. Oder hier sich ducken und dann eine Stange Dynamit nehmen. So, wir sind ja auch voll... Wir sind ja auch... Oh, N. Notebook N. Okay, jetzt sind wir im Notebook. Personal Notes haben wir doch nichts. Und Notes found. Letter from Worker. Ich lese mir das mal jetzt nicht erst durch. Ne, zweite Seite. There's another key. To be safe from the thing in the darkness, I changed the code for the door to 1993. Okay. Auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal den Code von der Door. So, diese Medizintabletten hier gegen... Nehme ich auch mal eben kurz nochmal mit. So, hier ist nichts drin. So, hier haben wir so eine Kerze. Nein, es ist ein Glowstick. Glowstick. Und den kann man mit G öffnen. So, jetzt haben wir einen Glowstick. So, eine Taschenlampe habe ich übrigens auf, wenn man auf F drückt. Das ist viel heller. Aber das Problem ist, dass die schnell leer geht. Der kann gar nicht leer gehen. So, hier irgendwas vergessen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Und deswegen kommt jetzt das Spannendste in dieser ganzen Reise. Und es geht weiter. Und ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. Okay, wir sind hier. Was ist los? Warum ist das Licht jetzt ausgegangen? Und ich zocke gerade im Dunkeln. Ja, das ist für den Effekt, dass ich im Dunkeln zocke. Scheiße. Was ist das denn? Kann man das aufsammeln? Nein. Das macht mir Angst. So, hier haben wir so eine Stange. Die habe ich mal aufgesammelt. Haben wir hier irgendwas außer ein Paket? Huhu, ich habe ein Paket. Wow. Und jetzt habe ich auf. Und jetzt werfe ich es weg. Wow. Super weggeworfen. Ich gehe mal hier weiter. Geht die Tür offen? Die Tür geht auf. Boah, ich zitter gerade hier. So, hier ist eine Tür. Okay, das. Das geht an, die geht anscheinend nicht auf. Boah, Mist. Ich habe gerade leicht nicht erwartet, was jetzt kommt. Ich wusste nicht, dass die Tür offen. Nein. Oh, da ist ein Schlüssel. Da ist auch ein Schlüssel. So, jetzt habe ich zwei Hälften Schlüssel. Aha. Alles kann man nehmen. Was stand da gerade? It is my... Okay, ich kann kein Englisch. Ja, das ist super. Ich habe mir die englische Version gedownloadet, weil ich ja so gut Englisch kann. So, jetzt... So, mal gucken, ob ich schon Notes habe. Personal Notes. For reason or no, power has been shut down. I need to find a way to restore it. And might able to force the last door in the... Okay. A broken panel in the second door is the first... Okay, okay.
Ich glaube, ich muss mit diesem Teil hier die Tür kaputt machen. Ich guck mal, ob das funktioniert. Ich guck mal. Okay, anscheinend hat es funktioniert. So, jetzt wird das Spiel weitergehen. Und ich weiß nicht, was kommt. Alles klar. Und jetzt sind wir hier. Scheiße. Nein, nein! Oh, was ist das? Was ist hier los? Also von da unten oben kam ich. So, dann. Ich gehe mal hier so lang. Oh, hier sind zwei Türen. Ich gehe mal hier rein. Was ist das? Das ist. Seems I'm not out of luck. Okay. Anscheinend funktioniert da irgendwas nicht so ganz. Und das hier? Das hört sich an wie so ein Treckermotor. Okay, es ist ein Generator, der auch nicht funktioniert. Okay, das funktioniert ja hier alles super. Die Technik ist echt ausgezeichnet. There's a gas can lying on the top of the shelf. It is. Okay, ja, halt die Fresse. Okay. Da komme ich dran. Nein, komme ich nicht. Achso, ich. Ah, ich kann das. Okay. Ich stelle es mal wieder hin, da so, wo ich stand, damit auch keiner auf die Idee kommt, dass ich was kaputt gemacht habe. Jetzt auf den Boden kriechen und mit. Irgendwie habe ich ein Buch aufgesammelt. Okay, anscheinend nicht. Okay, ich. Das ist cool. So, und was kann man jetzt hiermit machen? Kann man. So, jetzt mache ich mal. Ich gehe, steh mal wieder auf. Es. Okay. Ich bin betrunken. Nein, ich kann nicht mehr. Nein, ich bin so hacke. Ich falle gleich um. Ja, geiler Effekt, Alter. Wird nur mal so am Rande erwähnen, dass das ein geiler Effekt ist. So, jetzt gehe ich mal die Treppen runter. Hier ist eine Tür. Okay, da kann man anscheinend nicht rein. Und hier ist sowas. Ist hier was Cooles drin? Ja, oder? So, ja, das kann man auch. Boah, das räume ich mal alles um hier. Hahaha, ich bin so viel. Kann man die Schublade aufmachen? Ja, die Schublade kann man aufmachen. Was ist das? Kann man die auch aufmachen? Nein, die kann man nicht aufmachen. So, anscheinend kann man nur diese eine Schublade da aufmachen. Okay, die kann man nicht aufmachen. So, dann mal gucken. Was muss ich dann als nächstes machen? Vielleicht muss ich ja irgendwie was Cooles machen. Hier, vielleicht. Nochmal hier anmachen. So, und da steht jetzt nochmal genau was. Seems I'm out of luck. This generator has currently not been in. There is no way I am getting it started. Okay, das kann man anscheinend nicht mehr reparieren. Und hier war auch noch was. Oh, Scheiße. Warte mal, vielleicht muss ich den ja mit Öl auftanken. Das könnte sein. Anscheinend nicht. Vielleicht brauche ich ja den Schlauch, um das irgendwie da rein zu tun. Warte, vielleicht mache ich das mal hier. Okay, dann mache ich mal mit dem Schlauch. Geht auch nicht, mache ich mal den Schlauch hier. Ah, super, jetzt ist ein Schlauch dran. So, und hier unten hat sich einer mal so kräftig in die Hose gepisst, weil er sich hier so erschrocken hat. Da kann ich vielleicht jetzt. Okay, jetzt habe ich full gemacht. So, Happy Birthday. Und was ist jetzt los? Und was habe ich jetzt geschafft? Habe ich irgendwas erreicht? Hä? Ich habe ja gar nichts erreicht. So, und jetzt startet der. Und. Oh, the power seems to be back on. Yeah, und das Licht ist wieder an. Yeah, ich habe das Licht wieder angemacht. Ich bin der Retter in der Not. So, kann man jetzt auch durch diese Tür da vorne runtergehen oder reingehen? Nein, kann man nicht. So, wo muss ich her? Hier gibt's nichts, da gibt's überall nichts. So, dann mache ich das mal anders. Scheiße. So, langsam vergeht mir die Angst, aber wahrscheinlich kommt sie gleich wieder. Kann man hier durch? Vielleicht muss ich ja zurück.
Okay, jetzt bin ich anscheinend zurückgegangen. Oh. Achso, hier ist auch das Licht wieder. Nein, nicht zu. So, anscheinend ist hier auch wieder das Licht zurückgekommen. Ja, hier ist das Licht auch zurückgekommen. Hier ist das Licht. Geht jetzt diese Tür hier auf? Nein, diese Tür geht nicht auf. Warum nicht? Was macht das denn da? Komm, reißen wir es ab. Komm, wir reißen das mal ab. Komm, wir reißen das mal ab. Und abgerissen. Nein, ich will es abreißen, ich will es abreißen. Nach hier hin. Und ich will es unbedingt abreißen. Ach, ein Versuch noch abzureißen. With the power back in manage, get... anscheinend habe ich es nicht abgerissen, sondern mehr repariert. Hm, kann ich da durchgehen? Yay! Hoch, ich bin voll der Logik-Special-Man hier, Alter. Ich weiß, worum es geht, obwohl ich gar nicht... Obwohl ich das Spiel nicht kenne. Q und E. Okay, drücke ich mal Q und E. Q. Ach so, das ist das, was ich gerade schon unfreiwillig herausgefunden habe. Dann gehe ich mal hier rein. Aufs WC. WC. So, das ist abgeschlossen. Boah, hier knatscht das so. Ich habe immer Angst, dass hinter mir was ist. Dann kann man diesen Schrank hier umziehen? Nein, kann man anscheinend nicht. Obwohl der hier schon umgefallen ist. Anziehsachen. Und umgekippte Stühle, aber das ist mir jetzt egal. Die Lampe scheint auch kaputt zu sein. Ja, ich bin mir nicht sicher. Oh, jetzt habe ich schon wieder was eingesammelt. Streichhölzer, oder sind das Zigaretten? Und aufstehen. Ja, ich würde sagen, das sind Zigaretten, aber ich gehe jetzt mal... Vielleicht sollte ich mal nicht so vorsichtig sein. Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Kann man hier rein? Ja, man kann hier rein. So, hier sind Gasflaschen. Schmeiß ich mal rum, in Hoffnung, dass die explodieren. Okay, herzlichen Glückwunsch. Und wofür ist dieser Schalter? Nochmal. Achso. Was bringt das? Anscheinend bringt das gar nichts. So, dann gehe ich hier mal wieder raus. Scheiße, was ist das? Mach die Tür zu da. Mach die Tür zu. Scheiße, ich mach... Alter. Scheiße. Scheiße. Renn weg. Renn weg. Was ist das für ein Scheiß? Nein, verpiss dich. Verpiss dich, du scheiß Ding. Verpiss dich. Ich will dich nicht haben. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Scheiße. Scheiße. Scheiße, was ist? Nochmal, warte, ich mach das jetzt, wenn das da reinkommt. Ah! Boah, Alter! Was ist das? Scheiße! Scheiße, was ist das? Nein, ich trau mich da jetzt nicht mehr raus. Scheiße, Bayern. Was war das? Alter! Alter? Ich hab's kaputt gekriegt. Alter! Was war das denn? Boah, ich hab über Gänsehaut, Mann. Ich hab mich richtig erschreckt. So. Ich glaub. Ich beende kurz die Aufnahme und wir sehen uns bei einer weiteren Aufnahme wieder. Ich verabschiede mich und sage bis gleich.